Moin moin liebe Leute, willkommen zurück zu Icarus. So, nächste Runde. Wir starten und wir müssen natürlich gleich erstmal gucken, auch ob die Pflanzen schon wieder ein bisschen nachgewachsen sind. Beerenkonfitüre. Klar, ich könnte es auch ein bisschen schneller machen, indem ich einfach jetzt sage, okay, ich ziehe das durch hier. Aber ich habe Zeit. So, Stefan schreibt, ja, willkommen zu Hause. War ja mal eine aufregende Tour. Ich habe noch nie bei einem Game so viel Verzweiflung in der Stimme gehört. Bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, das ist dann so, das bin ich. Okay, gut. Jetzt schauen wir mal, was die... Achso, da ist gerade der Sturm. Genau, wie weit bin ich mit dem Level? Das geht eigentlich. Warte ganz kurz, ich muss mal kurz ein bisschen was ablegen. Das war hier mal mein Fleisch. Ich habe das für letzte Runde gar nicht abgelegt, denn, ne? Das da noch mit rein. Mach denn das einfach mal. Nee, warte, brauchen wir hier. Ja, Leder kommt ja von Zeit zu Zeit, ne? So, also, alles klar. Wir haben hier noch Kupfernägel. Sind meine Schränke eigentlich schon fertig? Muss mal gucken. Weil ich hätte nämlich gern so eine Kuschelschränke. Mal geschwind. So. Also so Kuschelschränke mal hier drin, wo ich dann einfach, ja, wenn ich mal von der Reise zurückkomme, einfach mal sagen kann, ach komm, das schmeißen wir mal geschwind hier rein. Damit, ja, damit wir uns nicht ewig mit diesem Zeug aufhalten, ne? Wunderbar. So, Karotten, Schilf, Kartoffeln. Na jetzt, zack, zack. Hopp, hopp, hobbeli, hopp, hopp. Keine Müdigkeit vortäuschen. Gegenstand kaputt. Okay, Moment, dann muss ich wohl mal reparieren, ne? Was mit Holz? Was hab ich denn? Ich hab eine Eisensichel. Und dafür brauche ich Holz. Okay, warte mal. Echt jetzt? Eieiei. Ich dachte auch mit Eisen. Reparieren, aber okay. Der will nur Holz haben. Wahrscheinlich ist der Griff ein bisschen kaputt. So, jetzt habe ich aber alles, ne? Also, machen wir erstmal hier die eine einzige. Dann habe ich nämlich 30 Stück. Dann bin ich damit fertig. Dann machen wir den Wein. Genau, als nächstes kommt jetzt einfach der Wein. Ja, Hefe, Karotten hier rein, Brotteig aus Mehl noch und Wasser. Ja, ich könnte mich mal wieder füllen, ne? Nimm mal die Gießkanne mit. Schade, dass man nicht mehrere Missionen auf einmal machen kann, ne? So, nach dem Motto. Obstmuffin. Alle brauchen ja Brotteig für. Machen wir mal hier. Und dann machen wir hier gleich wieder Mehl. So, das da rein. Brotteig. Nee. Doch, Obstmuffin, Brotteig. Und Shepherd's Pie. Rohes Fleisch. Komm her. Passiert hier? Ach, da ist was geschwommen, ne?
Ah ja, okay, da ist was geschwommen. Aber mein Messer soll die auch gleich mal reparieren. Ja, es wird ein weiterer Tag hier drin verbracht. Und wir schauen einfach mal, was wir noch schaffen. Was wollte ich jetzt machen? Brotteig. Komm her. Brotteig. So. 7. Ja, mache ich mal gleich. Ah, da ist so ein Drag. Kommst du mal hier raus? Glaub, das hackte in der Birne. Naja, von der Seite ist noch nicht dicht gemacht, ne? Muss ich auch noch bei Gelegenheit machen, ganz ehrlich. Aber alles zu seiner Zeit. Icarus ist halt auch ein Spiel, da brauchst du Zeit und Geduld. Aber ich bin auch schon bald Level 26. Und das Schöne ist an Icarus, man muss sich nicht stressen lassen. Ich meine, ja, damals waren die Missionen immer mit Zeit basiert. Aber eigentlich hatte man immer mehr als genug Zeit. Und hier in Open World, na, jetzt sowieso, ne? Unendlich Zeit. Das finde ich schon ganz praktisch. So, wo ist denn der Brotteig jetzt? Ach so. Das Wasser nicht reingelegt. Ach so, das ist schon fertiger Wein. Das sieht immer noch aus wie die normale Weinflasche, ne? Wahnsinn. So, der Obstmuffin. 3 Stück. Wie viel Shepherd's Pie? Machen wir mal 5 Shepherd's Pie. Dann bin ich wieder gut Tja. Melonen, Tomaten. Das ist aber auch sehr voll hier. Da ist schon wieder so ein Monster. War klar, dass du runterfällst, ne? Ja, aber es ist wenigstens Leder und Erfahrungspunkte. Oh, Schwämmchen hast du auch. Ja, die kann ich erstmal wegschmeißen. Ja, jetzt warte mal. Verdirbt ihr hier drin eigentlich? Ach, keine Ahnung. Oh, da ist eine ganze Horde. Boah. Alter, Schwader. Nein. Nicht auf Bendy, du Drecksacke. Boah. Oh ja, da war wieder ein Angriff hier von den Raubtieren. Okay. Ich bin ein Level gestiegen. Habt ihr es gesehen? Aha. Gibt mal ordentlich Leder hier. So. Alter, guck dir an, was da alles rumläuft. Zack, du bist weg. Auch weg. Uiuiui. Na, das gab es aber mal Leder hier. Ja. Mal ordentlich alles wegmachen hier. Schön. Brauche ich sowieso alle das ganze Leder. Also her damit. Noch so ein Moor. Oh, bist du jetzt aber weit gestürzt. Warte mal, was? Du bist auch noch. Ah ja, ihr rollt ja immer so weit noch, wenn ihr tot seid. Ne? Ihr macht ja noch so ein sterbender Schwan.
glaube, dass er noch für die ganzen ausreicht. Sieht nicht danach aus. Ja, kurz reparieren gehen und dann holen wir es. Zack, zack, zack. Puh. Drei Entwurfspunkte. Was mache ich damit? Das gab jetzt ordentlich Leder, gell? Das war doch mal schön. Wir doch hier. Oh ja, guck mal jetzt, aber ja, das war eine Horde. Horde. Ach, guck mal, das verdirbt irgendwie gerade nicht. Da muss irgendwie noch gerade ein Fehler sein, ne? Dass das nicht gerade, dass es im Moment nicht verdirbt. Ja, das ist ja weg. Okay, ich probiere mal aus. Na. Guck mal, in meinem Inventar wird es nicht weiter schlecht. Oh, da muss gerade ein Fehler drin sein, ne? Weil auch diese Nahrung wird gerade nicht schlecht in meinem Inventar. Warte, nee. Fehler? Fehler glaube ich nicht. Was hatte ich da geskillt? Wachstumsgeschwindigkeit? Nee. Nee, da habe ich nichts geskillt eigentlich, ne? Eine Kochlandwirtschaft. Oder habe ich hier was geskillt? Eigentlich auch nicht. Eigentlich auch nicht. Gut, dann machen wir hier weiter, ne? Da mal einen Punkt drauf. So. Jetzt ist natürlich die Frage, erhöht der Ertrag durch gefällte Bäume? Ich glaube, das mache ich da mal ein bisschen weiter, ne? Abenteuer. Bewegungsgeschwindigkeit. Ne, mache ich erstmal da weiter. Und hier... Lass mich mal kurz gucken. Halt. Ich möchte ja auch ein bisschen gut bauen. Dann machen wir mal die Feuerstelle mal dahin. Genau, die Feuerstelle. War da noch irgendwas Wichtiges? Ja gut, der Recurve-Bogen. Oh ja. Warte mal, wo sind denn eigentlich meine Eisenpfeile? Habe ich die jetzt eigentlich schon mal gemacht, oder? Was sind Eisenbolzen? Eisenpfeile, da. Die habe ich noch gar nicht geskillt. Mensch. Gut, und in der Küche gehört natürlich auch ein Kanonenofen rein. Ja, machen wir so. Ich werde das erstmal hier. Ja. Also, dass es gerade nicht schlecht wird, weiß ich auch nicht, warum das so ist. Ist jetzt einfach mal so. Okay. Wir haben eine Menge Knochen. Lass uns nochmal ordentlich Tierfett machen. Guck mal, 100 Stück können wir machen, auf jeden Fall. Naja, guck mal, das ist komisch, ne? Habt ihr es bei euch auch gerade?
dass es bei euch im Inventar nicht verdirbt. Ich meine, toll ist es. Ich finde es richtig cool. Aber sobald es hier drin ist, wird es schlecht, ne? So, warte mal, Mehl. Ja, hier drin möchte ich dann Küchentische haben. Das sind dann ja auch Lagerräume. Da brauchen wir keine hässlichen Schränke machen. Okay, die Feuerstelle, die machte ich hier. Gib mir mal ein bisschen Holz mit, ein bisschen Stein mit. Die Feuerstelle. Und zwar noch mehr Stein, bitte. Warte, wenn ich schon hier bin, lasse ich das gleich da. Und das wandle ich gleich um in Knochenmehl. So, die Feuerstelle. Da will ich aber dann auch hier die anderen Sachen mit machen. Aber das muss ich Stück für Stück machen, ne? Wenn ich dann ins nächste Stock gehe. Ich bin aber überlegen, ob ich hier ja nicht so ein bisschen so doppelt hoch. Wobei doppelt hoch brauchen wir es eigentlich nicht, ne? Ja, das wäre Quatsch. Das wäre sowas von Quatsch. Kanonenofen. Der braucht Eisenbarren, Kupferbarren, Epoxid. Kupferbarren, Eisenbarren haben wir. Und Epoxid haben wir auch. So, machen wir den. Na, die brauchen noch mehr Eisenbarren. Dann haben wir nämlich die so gut wie fertig, ne? Machen wir hier nochmal runter, dann machen wir hier nochmal Epoxid rein. Genau, daraus mache ich kein Epoxid. Da nochmal das da. So, okay. Ich muss... Ja, die Küche reicht. Die Küche reicht. Wo machen wir denn den Kamin hin? Eigentlich... Machen wir den hier? Nee, hier in der Ecke will ich gerne das haben. Obwohl, warte mal, wenn ich jetzt sage, platziere ihn da. Nee, nicht so toll. Vielleicht hier hin. Und dann müssen wir einfach mal gucken. Wird schon wieder sehr dunkel, ne? So, genau. Da können wir Tee machen. Brauchen wir aber ehrlich gesagt gar nicht. Gegrilltes Süßwasserfilet. Gebratene Fischstücke. Okay. Der Kanonenofen. Ja, der kann hier jetzt nicht platziert werden. Ach doch. Oh, warte, ich habe eine Idee. Warte, ich platziere den mal ganz kurz hier hin. Will nämlich mal kurz reingucken. Weil hier haben wir jetzt gebratene Gemüse, Rhabarber-Eintopf, Tomatensuppe, Fischstückchen-Eintopf, Curry. Okay. Eventuell habe ich ja von euch schon die Antwort bekommen. Dieses Salzwasser-Fischfilet-Sashimi. Ne? Vielleicht ist die Antwort ja schon da. Falls nicht, falls die Antwort noch nicht da ist, dann schreibt mir mal, wo ich das herbekomme. Ist das wieder ein Übersetzungsfehler und was ist das? Weil ich finde jetzt mit den Geräten nichts. Man brauchte auch nur Rang 3. Das heißt, eigentlich hätte es da sein müssen. Aber tut's nicht. Nehmen wir kurz alles mit. Ich habe nämlich eine kleine Idee. Wobei. Ah. Ja, ich kann leider nicht über Eck bauen, ne? Aber wenn ich jetzt hier die Küche reinpacke, hier in der Nische,
Oder? Oder lasse ich es doch da und versuche dann hier doch ein bisschen über Eck zu bauen. Oder? Ich probiere mal was aus. Gehen wir mal kurz alles rüber. Oh, passt gar nicht mehr. Ja gut, dann... Moment. Da brauche ich echt einen Kühlschrank für, ne? Wenn ich jetzt hier in die Ecke... Genau, wenn wir nämlich hier rüberkommen, dann haben wir hier so eine Theke. Da bräuchte ich dann noch die anderen Sachen natürlich, ne? So, das da rein, das da rein, Schilf, das, das da rein. Das hatten wir auch da drin. Ich glaube, das auch Weinflasche. Hier Weinflasche. Nee, das ist... Das ist der fertige Wein. So, das da rein. Okay, dann schieben wir hier nochmal alles rüber. So. Das auch nochmal, ne? Sauber. Das ist doch cool. Dann richten wir hier jetzt langsam... Aber sicher mal ein bisschen die Küche ein. Die Kräuterbank. Die Kräuterbank. Ja, wobei. Das wäre schon richtig cool. Warte mal, ich habe hier noch mal ein paar Gläser. Nein, das war der falsche. Hier. Genau, dann will ich nämlich hier so eine kleine, ja, so eine kleine Kochnische machen, ne? So hier. Und den da würde ich, glaube ich, hier hinsetzen. Lass uns mal gucken, ob das passt. Also wenn ich den da hinsetze, so. Genau, dann kann ich nämlich hier kochen. Und dann haben wir hier... den Kohleofen. Ah, warum nicht, ne? Warum nicht? Oh, zwischendurch mal kurz gucken. Ja, das ist nämlich da wieder fertig. So, wieder ein paar Bärchen. Na, jetzt... So, erstmal die Weinflaschen. Wieder 3 Stück, weil halt die Bären fehlen. Ist aber nicht schlimm. Die Karotten hier rein und. Das geht die Hefe hier rein. Na, 6 Stück. Boah, guck dir mal an, wie viele Erdbeeren ich schon hab, Alter. Wofür hatte ich Erdbeeren? Ja, für den Obstmuffin. Ha. Ha. Und auch Melonen habe ich schon gerade viel zu viele. Starkregen taucht auf, ne? Auch die Melonen habe ich gerade viel zu viele. Ja. Das ist aber wirklich schon... mega. Also, warte mal. Dann gib mir mal... wo ist das jetzt? Da ist die Bärensaat. So, die Bärensaat. Genau, ich will ein paar mehr Bären haben. Also, Melone. Pflanze weg. Pflanze weg. Pflanze weg. Da habe ich gar nichts drin gerade. Auch nicht schlecht.
Auto machen wir mal geschwind ein paar mehr von den Dingern, damit das schon mal passt. Silizium müssen wir auch noch besorgen, gell? Brauchen noch Silizium, da müssen wir auch noch mal eine Ecke jagen. Gib mir mal das her. Weil dann machen wir nämlich hier das Feuerchen rein. Das sieht ja auch schon mal ganz geschickt aus. Oh, warte mal. Gib mir mal... Ich brauche noch mal eine neue Fackel, ne? Fasern, Stock und Schwefel. Stock. Also Schwefel habe ich. Mit Stöcker wird es ein bisschen... ein bisschen kritischer. So. Haben wir hier schon mal eine Reservefackel. Ist ja auch schon, wie spät haben wir es? 21:58. Ja, eigentlich könnte ich es mir auch taghell machen. Ne? Wie machen wir es hier? Warte mal. Muss mal hier... Tomaten mal hier rüber. Braucht gar nicht so viel essen, ne? Ja, warte mal, das Zeug. Das kann ruhig schlecht werden. 4000 Sekunden getrocknete Tomaten, ne? Schon krass. Okay, mit dem nächsten Level mache ich den Küchenschrank fertig. So, das nächste Mehl wird Brotteig. Brotteig wird schlecht, ne? Ja, Brotteig wird schlecht. Brotteig wird schlecht. So, das Epoxid hier rein. Machen wir nochmal Epoxid. Machen wir nochmal gemahlene Knochen. Okay. Ja gut, bei meinem Schlafzimmer brauche ich ja auch einen Kamin. Damit wir ja auch schlafen können, ne? Weil jetzt habe ich gerade tatsächlich das Holz da weggenommen. Wobei ich das Holz ja hier noch brauche. Wenn ich dann schlafen gehe, ne? Zum Beispiel wie jetzt. Nein, das lohnt sich nicht mehr. Ja doch, ich gehe schlafen, aber es ist Schluss für heute. Die Folge ist zu Ende. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und ja, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss!